So, da wären wir wieder. Und wir wollen jetzt mal den Eiffelturm, den weißen Turm hier unsicher machen. Auch wenn wir gleich die Amazonen vor uns haben werden. Oh, da kommen gleich noch mehr. Ich hätte gerne eine Ecke, wo ich mich verbunkern könnte. Wo kommt das Schwert her? Langschwert Knirsch. Das klingt ja auch interessant. Aber Nahkampf und Fernkampf scheint die richtige Wahl bei denen zu sein. Also die sterben ja doch relativ schnell. Zauberschlüssel. Okay. Gucken wir aber erstmal, was die hier noch so bewacht haben. Gar nichts. Das war wohl so eine Art Wachraum. Und da müssten wir einen Ring reinlegen zum Einlass. Bist du ein Ring? Nein. Gibt es hier noch irgendwo eine Möglichkeit weiterzumachen? Nein. Okay. Das heißt, wir werden jetzt doch wohl irgendwo erstmal den Ring herbekommen müssen. Wer bietet sich da an? Also der Schatzmeister hat gesagt, wir sollen zu ihm kommen, sobald wir das Elixier haben. Was hat Dawn gesagt? Vielleicht müssen wir jetzt, wo wir alle vier Teile haben, zu Dawn. Das könnte natürlich sein. Und das Schwert ist auch nicht besonders gut. Na gut, so viel dazu, dass wir uns jetzt im Turm weiter umsehen, diese Folge. Stattdessen rasen wir zurück in den Opinwald. Und zwar in den unteren, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, hier sind wir falsch. Wir müssen in den unteren. Das heißt, wir müssen entweder durch den Sumpf oder durch die Urbischmine. Ich nehme lieber die Urbischmine. Da können wir wenigstens nicht aus Versehen in Sumpfloch stolpern. Das heißt, oh, hier waren wir noch gar nicht. Das heißt, wir entdecken erstmal kurz hier eine Sackgasse und danach gehen wir zu den Urbischminen. Ich glaube, wenn wir uns jetzt rechts an der Wand halten, müssten wir irgendwann da entkommen. Und die Karte sagt, ich bin falsch gelaufen. Wenn wir jetzt immer rechts an der Wand langlaufen, dann müssten wir irgendwann zu den Urbischminen kommen. Oh, dich nehmen wir auch noch mit. Und dich. Und dich auch. Und den Freund von dir, der sich hinten anschleicht, auch. Und den Freund von ihm auch noch. Und der hat auch noch einen Freund. Ja. Aber wenigstens sterben sie schnell. So. Urbischminen sind gleich in Sichtweite. Ding, ding, ding. Es müssten ganz viele Schurken, Gauner-Level für Bakata werden, da er ja meistens die Killshots macht. Und ja, doch. Erhöht sich relativ schnell. So, falsche Richtung. Boah, sind das viele Bienen. Oder Hornissen. Die sind wohl ziemlich stinkig, weil wir ihr eines Nest kaputt gemacht haben. Vielleicht hätten wir lieber alle Nester kaputt machen sollen. So. Jetzt sind wir im unteren Opinwald und da hinten ist Droeks Wagen, wo sich Dawn hoffentlich immer noch drin versteckt. Sonst haben wir ein Problem, denn mir fällt so nicht ein, wie wir sonst noch an diesen Ring kommen könnten. Also klar, wir könnten uns in Eifel noch ein bisschen umhören, aber mit den wichtigsten Leuten da haben wir eigentlich schon gesprochen. Aber wir haben noch nicht mit ihm gesprochen, als wir alle Zutaten hatten. Ja, okay. Oh, euch habe ich ganz vergessen. Aber ihr seid auch kein Problem mehr. So. Dadurch, darum, hier hin. Und tada, Dawns Wagen. To G again? Dawn's inside. Have you found the elixir? We haven't made it yet. I am making progress on my spell. Return when you have the elixir. So viel zu der Theorie, dass Dawn uns weiterhelfen könnte. Die scheinen echt alle nur darauf zu warten, dass wir das Elixier herstellen. Nur können wir das Elixier nicht herstellen, weil wir im Turm nicht reinkommen. Na gut,
Also, Kommando zurück. Wir laufen wieder Richtung Alpelwälder. Das war der falsche Weg. Und dann, ja, was dann? Wir können einfach versuchen, mal den Dubelring oder den Bezelring da reinzulegen. Das hätten wir vielleicht vorher schon mal machen sollen. Aber ob das was bringt, sei dahingestellt. So, Urbischbergwerk, da. Und sonst könnten wir jetzt nochmal zum Schatzmeister laufen. Obwohl der ja auch eigentlich nur mit uns sprechen wollte, wenn wir dann das Elixier haben. Und nicht, wenn wir alle Zutaten haben. So. Im Sumpf? Können die Gokta oder wie die hießen, uns vielleicht helfen? Ja, die hatten zwar Schamanen und konnten uns auch bei dem Rätsel helfen, aber ich denke nicht, dass die einen Ring haben, um in einen Turm der Amazonen eingelassen zu werden. Die passen kulturell nicht so wirklich gut zusammen, die beiden. Also, nee. Probieren wir erstmal die Ringe aus. Das heißt, hier geht's hoch. Dann bei Scotias Barriere durch, die hier gewesen sein müsste. Genau. Und hier rechts war eine Sackgasse, okay. Top, top. Eibelwald. Und der Eibelwald sagt... Hier ist die Geierschlucht, da wollen wir nicht hin. Hier ist der weiße Turm und da wäre Eivel. Also huschen wir ganz kurz in den weißen Turm, probieren die beiden Ringe aus und wenn die nicht klappen, dann, wir können die Tür da einfach aufmachen. Ja. So hatte ich eigentlich nicht gewettet. Ich dachte eigentlich echt, wir müssen da einen Ring reinlegen. Aber das ist dann wohl für die Tür. Das heißt, wir hätten uns den ganzen Weg zu Dawn und wieder zurück sparen können. Aber na gut. Jetzt haben wir wenigstens einen Weg gefunden, wo wir weitermachen. Was zur Hölle war das? Also. Jetzt haben wir wenigstens einen Weg gefunden, wo wir weitermachen können. Und das machen wir dann auch mal. Ein Wurfstern. Und die Dinger sehen irgendwie so aus, als könnten die Rüstung kaputt machen. Oh, Amazon. Sterbt, sterbt. Ihr habt immer schöne Waffen dabei, die man bestimmt gut verkaufen kann. Also habe ich kein Problem damit, gegen euch zu kämpfen. Zumal die sich praktischerweise auch immer so aufteilen. Also die treten nicht in größeren Gruppen auf, sondern ein Zweier-Trupps. Also ja, am Anfang ist es ein Vierertrupp, dann splitten die sich auf und man kann die schön alleine weghauen. Und du kommst mir nicht näher ran, du grünes, säureartiges Dingensbummens. So. Diesmal hatten sie leider keine Waffen dabei. Und hier schaut es aus, wenn wir schlafen könnten. Sagt die Karte irgendwas? Keine Schalter, nö. Hier könnten wir in Ruhe schlafen. Momentan brauchen wir es zwar nicht, aber später bestimmt irgendwann. Noch so ein Schleimding. Ich bin echt versucht, den dreien die Rüstung abzunehmen, nur für den Fall, dass... Manu? Nur für den Fall, dass sie wirklich Rüstung zerstören, die Viecher. Und ja, ich speichere auf jeden Fall jetzt mal kurz ab. So. LP025TXXX können wir jetzt weglassen, weil wir quasi aufgeholt haben mit meinem Fehler. Aber ein A, weil die Folge noch nicht zu Ende ist. So. Ist das hier eine Art Schleuse? Geht die Tür doch nicht auf? Okay, vielleicht erst später. Passt du hier rein? It does not fit. Nee, das ist wohl die falsche Art von dem Schlüssel. Wo geht's denn noch weiter? Also da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Da und da geht's weiter. Gucken wir erstmal hier. Passt du hier? It does not fit. Nö, auch nicht. Oh, das wird ja richtig weitläufig hier.
Und mehr Amazonen im Doppelpack. Oh. Und wenn sich eine Tür öffnet, werden die anderen auch gleich aufgemacht. Das ist ja auch fies. Und das werden doch immer mehr. Und es sind primär Blondinen, wie mir gerade so auffällt. Na komm. Aha. Ein stinknormales Langschwert. Das werden wir doch auch schön verkaufen. Auch wenn ich irgendwie Zweifel habe, dass wir jetzt noch auf die 3000 kommen. Aber gut. Dafür hätten wir wahrscheinlich die Armbrust nicht kaufen dürfen und auch den Zweihänder, den wir jetzt geholt haben, auch nicht holen. Dann wären wir vielleicht irgendwann auf die 3000 gekommen. Aber man darf ja hoffen. So, du kippst jetzt bitte auch um und hast so einen Schlüssel dabei. Und zwar einer, der hier unten auch passt. Und die ist ganz schön zäh, aber kein Schlüssel. Schade. Und das war auch nur wieder ein Wachraum. Hier hinten anscheinend auch. Na gut, wir haben hier noch einen Bereich und da noch einen Bereich. Und hier sind Treppen nach oben. Kommt mir die Türen. Ist echt gut gesichert hier. Also, wenn die Wachen ein bisschen stärker wären. Zack, zack, zack. Ah, was sagt der Gauner-Level? Ah, dauert noch ein bisschen. Kämpfer-Level dauert auch. Ja, so wirklich viele Erfahrungspunkte bekommen die nicht hier. Aber allgemein sind die Level ja nicht so stark gesät in dem Spiel. Also jedes Level macht schon ziemlich viel aus. Was ja auch ganz okay ist. Wenn man alle 2 Sekunden ein Level abbekommen würde, wäre es ja auch langweilig. So. Schicht im Schacht. Hier ist wieder nur ein Wachraum, wo nichts drin ist. Oh, ein richtiges Schlüsselloch. Das ist hier ja auch außergewöhnlich. Meistens waren ja diese komischen... wo ist es jetzt? So förmigen Schlösser an der Wand. Da runter. Oh, und da ist wieder so ein Säureding. Wehe, du machst die Rüstung kaputt. Die scheinen echt aus der Kanalisation da rauszukommen. Also mache ich lieber mal alle zu. So, passt du hier? Ah, zum ersten Mal passt das Ding. Und wir haben eigentlich nur die Schlüssel getauscht. Okay. So, hier war ein normales Schlüsselloch, da war ein normales Schlüsselloch, da war so ein komisches Zauberschlüsselloch, da auch. Dann gehen wir nochmal nach oben und probieren dich hier aus. Okay, dann halt da. Mehr Amazonen. Na gut, solange wir mehr Waffen bekommen, ist alles okay. Und du solltest dich mal selber heilen. Na komm, Axel verbrät mal ein bisschen Mana. Obwohl, jetzt ist gerade nur eine, das lohnt nicht. Beim nächsten Vierertrupp wird ein Eisblock Stufe 4 gezaubert. So, oder bei euch. Wusch. Ping. Und ein neuer Schlüssel, sehr schön. Dietriche brauchen wir nicht. Dolch nehmen wir mit zum Verkaufen und passt du hier? A lock. A lock. Ach, This is already unlocked. Hä? Es ist schon geöffnet, aber es öffnet sich nicht. A lock. Das finde ich jetzt komisch. A lock. Also entweder das ist ein Bug oder ich übersehe irgendwas. This is already unlocked. Was sagt die Karte? Karte sagt, oh, da ist... Ah, ganz versteckt der Schalter.
Hello, brave ones. You must have defeated the guards. I recognize him. That is the thief that was banished from Gladstone last year. That was a mistake. You wouldn't hold a grudge, would you? Why are you in here? Janna, the leader of the Amazons put me here. I have 10 crowns. It's yours if you set me free. Also töten werden wir ihn auf keinen Fall. Nur weil er ein Dieb ist. Na gut, helfen wir ihm. Thank you. Here are the crowns I promised. Surely you wouldn't want me to go without any money. Okay. Also anscheinend hätten wir noch erpressen können. Aber muss ja nicht sein. Und da ist noch ein Knopf. Und ein Bernsteinring. Oh, der macht Schutz. Schick. Also wird er wahrscheinlich auch nicht der Ring sein, den man im Eingangsbereich braucht. Aber sei es drum, mehr Schutz ist immer gut. Na gut, speichern wir es nochmal ab. LP025B, machen einen kurzen Cut und in der nächsten Folge durchstöbern wir weiter den Weißen Turm. Also bis gleich.